Wenn er mich lieben würde, würde er wissen, was ich brauche. Oder es gibt ja noch ein Buch, das heißt, wenn er mich lieben würde, würde er Knoblauch essen. Wenn du mich lieben würdest, würdest du. Das ist ja häufig ein Vorwurf in der Partnerschaft. Falsch. Ganz falsch. Merke, dein Partner kann keine Gedanken lesen. Er kann einfach nicht. Aber woher kommt denn dieses Gefühl? Er müsste aber doch eigentlich meine Gedanken lesen können. Klar erklärt, Lukas Michael Möller, ich verehre ihn wirklich. Leider lebt er nicht mehr. Der hat mal gesagt, das kommt aus der Babyzeit. Als Babys lernen wir, wenn wir etwas brauchen, dann ist die Mutter einfach da und sie versteht, was wir brauchen. Das ist aber auch nicht viel. Was brauchen wir denn als Babys? Wir brauchen eine frische Windel. Wir wollen trinken. Wir wollen auf den Arm genommen werden und vielleicht mal Bäuerchen machen. Oder wir wollen schlafen. Ja, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Ist nicht so viel, ne? Und jede Frau, die Mutter ist, weiß, dass ihr das ablesen könnt an euren Kindern. So, und diesen fatalen Glauben, den nehmen wir mit in die späteren Beziehungen. Wenn er mich nur lieben würde, dann würde er, oder wenn sie mich lieben würde, würde er schon wissen, dass. Und wir nehmen eine weitere fatale Angelegenheit mit. Und das ist unsere frühe Erfahrung als Babys. Wenn die Mutter nämlich nicht kommt. Und wenn keiner kommt, dann heißt es, wenn wir nur laut genug schreien, dann bekommen wir, was wir wollen. Dann kommt die Mutter und sie ist auch noch nett zu uns. Sie nimmt uns auf den Arm und sie beruhigt uns und wir kriegen die frische Windel oder die Brust oder was weiß ich was. Wenn du nur laut genug schreist, versteht ihr, um was es geht? Wenn er mich lieben würde und wenn ich dann laut genug schreie, in was für einem Modus bin ich eigentlich, wenn der Partner mich anschreit? Da kannst du hier schon mal gleich mitnehmen. Wenn der Partner schreit, ein Angriff ist der Schrei nach Nähe. Wenn der Partner schreit, ich esse wieder das Baby von damals, das schreit, du versorgst mich nicht, ich muss sterben. Nein, wenn dein Partner dich liebt, muss er nicht gleichzeitig deine Gedanken lesen können. Also ich bitte dich, äußere dich. Rede über dich. Rede, was du brauchst. Rede, wie du fühlst. Dafür musst du erstmal rausfinden, wie geht's mir eigentlich? Ist die Aufgabe, die dir jetzt als nächstes bleibt.